Hallo und schön, dass ihr wieder bei meinem neuen Video vorbeischaut. Heute habe ich endlich das Riesen-Neuzugänge-Video für euch. Und zwar habe ich mir vor einer Woche ungefähr richtig, richtig, richtig viele Bücher bestellt. Weiß gerade ehrlich gesagt nicht, wie viele, ich glaube 13. 13 oder so. Ich weiß es gerade nicht mehr genau, zählen wir gleich. Auf jeden Fall kamen sie dann am Donnerstag sogar schon an. Jetzt haben wir Samstag und ich habe sie wirklich. Also ich habe sogar erst jetzt gerade nur das erste Paket schon mal ausgepackt und habe die Bücher jetzt hier neben mich hingelegt und die zeige ich euch jetzt. Ich habe sie mir auch noch nicht näher angeguckt oder so. Ich habe sie einfach wirklich nur aus dem Karton schon mal rausgeholt und hier neben mich gelegt. Und die anderen zwei Kartons sind sogar noch verschlossen. Ich weiß gar nicht, wieso die aus einer Bestellung drei Pakete verschickt haben. Keine Ahnung. Aber ja. Jetzt endlich, ich freue mich so sehr. Also ich habe mir halt gedacht, komm, ich hatte halt auch noch so ein paar Gutscheine wegen meinem Geburtstag. Und ich dachte mir, komm, ich mache jetzt einfach mal eine riesige Bestellung und freue mich jetzt richtig, weil ich jetzt auch ein bisschen mehr Zeit habe zum Lesen und dann ja das ein oder andere Buch auf jeden Fall direkt lesen möchte. Am liebsten würde ich sie alle auf einmal lesen, weil ich mich super, super, super auf diese ganzen Bücher hier freue. Und ich fange jetzt einfach mal mit dem ersten an. Und das ist von Ginger Scott, Lips Don't Lie. Das habe ich mal in einem anderen YouTube-Video hier gesehen. Ich weiß gar nicht mehr genau, bei wem es war. Auf jeden Fall war das ein Neuerscheinungsvideo für den Monat Juni. Und da fand ich, hat sich halt dieser Klappentext richtig, richtig spannend angehört. Und deswegen dachte ich mir, das Buch muss ich auf jeden Fall lesen. Und ich lese euch jetzt auch mal den Klappentext vor. Tristan ist ein. Tristan, Tristan, Tristan? Keine Ahnung, ist Mitglied in der 57, der gefährlichsten Gang in Millers. Wer dabei ist, gehorcht. Wer austritt, stirbt. Seine Zukunftsträume hat Tristan längst aufgegeben, bis Riley in sein Leben tritt. Doch er darf ihr seine Gefühle niemals zeigen, denn sonst wird sie zur Zielscheibe der Gang. Riley hat gelernt, niemals aufzugeben. Als sie nach Millers zieht und Tristan begegnet, fasziniert sie der unnahbare Bad Boy sofort. Je näher sich die beiden kommen, desto mehr möchte Riley Tristan helfen, aus der 57 auszutreten. Doch er wäre nicht der Erste, der dabei sein Leben lässt. Also ich finde, das hört sich halt nach einer Liebesgeschichte mit einer Mischung aus sehr, sehr viel Spannung an. Und deswegen bin ich da richtig, richtig gespannt drauf, auf dieses Buch, ob es dann auch wirklich letztendlich so spannend wird, wie dieser Klappentext klingt. Ja, ich werde euch dann berichten, wenn ich das Buch gelesen habe. Und dann habe ich noch ein Buch bestellt, weil ich das auch schon öfters gesehen habe. Und ich bin da immer so ein bisschen drumherum geschlichen, wusste nicht, ja, soll ich es mitbestellen, soll ich es nicht mitbestellen? Und jetzt dachte ich mir so, komm, das kostet auch nur 8,99 €, bestelle ich das jetzt einfach mal mit. Und es handelt sich um Mein Herz wird dich finden von Jessie Kirby. Ein Buch, was, glaube ich, sehr, sehr emotional ist. So hört sich auf jeden Fall schon mal der Klappentext an. Den lese ich euch jetzt auch mal eben vor. Es ist Liebe auf den ersten Blick, als Mia und Noah sich begegnen. Plötzlich scheint Mias Leben wieder bunt und schön, als wäre ihre große Liebe Jacob nicht vor einem Jahr bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Doch ihre Begegnung war kein Zufall oder gar Glück. Noah ist der einzige Mensch auf der Welt, in den Mia sich nicht verlieben darf. Das ist sie Jacob schuldig. Und Noah schuldet sie die Wahrheit. Doch für die ist es längst zu spät. Ja, also ihr merkt, der Klappentext hört sich auf jeden Fall schon super emotional an. Deswegen, ja, dachte ich, ich bestelle es einfach mal mit. Ich lese ja zwischendurch, wie ihr wisst, immer mal wieder das ein oder andere sehr emotionale Buch. Und ich habe so richtig im Gefühl, dass das auch ein super emotionales Buch werden wird. Dann habe ich mir ein Buch mitbestellt auf eure Empfehlung hin, weil ich habe ja bei Instagram dieses Frageding dahin gemacht und habe euch dann gefragt, welches Buch muss auf jeden Fall bei meiner Bestellung dabei sein. Und da habe ich mir jetzt wirklich drei Bücher mitbestellt. Ja, das eine Buch ist jetzt hier Prinzessin Undercover von Conny Glynn. Das ist der erste Teil. Den habe ich mir halt bestellt, weil er mir auch von euch empfohlen wurde. Das ist, glaube ich, ein Jugendbuch, also hört sich zumindest der Klappentext an. Ellie ist eine echte Prinzessin, die sich nichts mehr wünscht, als ein normales Leben zu führen. Lottie ist ein ganz normales Mädchen, das sich nichts mehr wünscht, als Prinzessin zu sein. Als sich ausgerechnet diese beiden im Internat Rosewood Hall ein Zimmer teilen müssen, liegt die Lösung auf der Hand. Sie tauschen heimlich die Rollen. Doch in Rosewood ist auch sonst nicht jeder, wer er zu sein scheint. Und eine Geheimorganisation hat es auf die Prinzessin abgesehen, ohne zu wissen, welche nun die echte ist. Nur mit Mut, Entschlossenheit und absoluter Loyalität können die Freundinnen sich gegenseitig retten.
denn Prinzessin ist mehr als ein Titel. Prinzessin bist du im Herzen. Also, das ist halt eine Prinzessinnengeschichte und Selection war ja auch so ein bisschen so eine Prinzessinnengeschichte. Das mochte ich auf jeden Fall sehr, sehr gerne. Ich glaube, das ist zwar jetzt bei weitem nicht so wie Selection, aber halt auch mit einer Prinzessin. Und deswegen bin ich halt gespannt dann auf dieses Buch hier. Und das Cover ist halt richtig, richtig hübsch. Also ich finde, das ist schon ein richtiger Hingucker. Mal gucken, wie mir dann das Buch gefallen wird. Und dann habe ich mir auf eure Empfehlung hin Royal Blue bestellt von Casey McQuiston. Da habe ich auch schon so, so, so viel Gutes von gehört. Und ich habe es jetzt auch schon so oft gesehen. Und ich freue mich richtig darauf, dieses Buch hier zu lesen. Weil ich finde, der Klappentext hört sich auch schon richtig, ja, auch spannend an irgendwie. Deswegen bin ich richtig, richtig gespannt auf dieses Buch hier. Alex Claremont-Diaz ist attraktiv, charismatisch, clever. Und er wird beinahe über Nacht zum Lichtblick der Nation, als seine Mutter zur ersten Präsidentin der USA gewählt wird. Nur auf diplomatischer Ebene hapert es bei Alex leider. Bei einem Staatsbesuch in England eskaliert Alex schwelender Streit mit dem britischen Thronfolger Prinz Henry. Als die Medien davon Wind bekommen, verschlechtern sich die Beziehungen zwischen den USA und England rapide. Zur Schadensbegrenzung sollen die beiden jungen Männer medienwirksam ihre Versöhnung vortäuschen. Doch was, wenn Alex und Henry dabei feststellen, dass zwischen ihnen eine Anziehung existiert, die über eine Freundschaft weit hinausgeht? Plötzlich steht nicht nur die Wiederwahl von Alex' Mutter auf dem Spiel. Also ich finde halt diese Geschichte, dadurch auch, dass das so was mit Royals und so zu tun hat, finde ich, hört sich das richtig, richtig cool und spannend an. Und ich freue mich so sehr, dieses Buch zu lesen, auch weil ich da schon so viel Gutes von gehört habe. Dann habe ich mir zwei Bücher bestellt, weil ich konnte gar nicht anders, als die zu bestellen. Weil besonders das eine habe ich schon, also gefühlt, ich scroll durch meine Instagram-Seite und so gefühlt, bei fast jedem zweiten Bild habe ich dieses Buch gesehen. Es handelt sich hierbei nämlich um A Wish for Us von Tilly Cole. Und wirklich, also auch so viele haben dabei geschrieben, dass es wohl richtig emotional auch ist. Und ich frage mich, also wirklich, ich bin da so gespannt drauf, was dieses Emotionale dann ist. Weil der Klappentext lässt halt auch so noch gar nichts vermuten oder so. Und ich habe auch so viele Stories gesehen, wo welche dann am Weinen waren, während sie das Buch gelesen haben. Also ja, ich habe schon ein bisschen Angst, eben jetzt auch das Buch zu lesen, wenn mich das nachher auch so emotional zerstören wird, weil ich halt null Plan habe, was da ja passieren könnte. Ich lese euch meinen Klappentext vor. Cromwell Dean ist der erfolgreichste Musiker Europas. Mit gerade einmal 19 Jahren liegt ihm die Welt zu Füßen. Doch seine Musik bedeutet ihm insgeheim nichts. Um sein Talent nicht weiter zu verschwenden, beginnt er ein Musikstudium in den USA, wo er Bonnie Faraday kennenlernt. Ehrgeizig und von Musik begeistert könnten das Mädchen aus einfachen Verhältnissen und Superstar Cromwell unterschiedlicher nicht sein. Doch als sie für ein Kompositionsprojekt zusammengesetzt werden, regen sich nicht nur Gefühle in Cromwell, die er noch nie gespürt hat, sondern auch eine alte Sehnsucht, die mit aller Macht vergessen bleiben muss. Auch wenn es ihn seine Liebe zu Bonnie kosten könnte. Also, wie gesagt, ich habe halt hier null Plan, was da passieren könnte. Es geht halt auch um Musik und das finde ich halt echt interessant, dass es mal hier um Musik so geht. Also wirklich mal gucken, was da dann passieren wird. Und dann habe ich mir noch von Tilly Cole All Your Kisses bestellt. Hier lese ich aber mal nicht den Klappentext vor. Ich habe den Klappentext da auch noch selber nicht gelesen, weil ich nicht weiß, ob es vielleicht dann der zweite Teil ist, weil die Cover sich auch so ähnlich sehen. Wenn ihr da mehr darüber wisst, könnt ihr mir das gerne mal in die Kommentare schreiben. Oder ob es hier gar nicht um die Charaktere aus diesem Buch hier geht. Also ihr merkt, ich habe halt echt null Plan. Schreibt mir, wie gesagt, gerne sonst in die Kommentare, wenn ihr da mehr zu wisst. Also hierauf bin ich echt super gespannt und ich werde das jetzt auch wirklich in der nächsten Zeit direkt lesen, weil ich echt wissen möchte, was da so passiert in diesem Buch. Und dann habe ich mir von Katinka Engel Finde mich jetzt bestellt. Ich finde halt auch dieses Cover richtig cool. Da gibt es ja drei Teile zu und das ergibt dann so eine Unendlichkeitsschleife, wenn man die dann nebeneinander stellt. Das finde ich richtig cool. Ich mag so Cover-Ideen irgendwie besonders gerne immer. Und hierum geht's. Von der Liebe bitter enttäuscht zieht Tamsin zum Literaturstudium ins kalifornische Purley. Sie möchte sich auf sich selbst konzentrieren. Den Männern hat sie ein für alle Mal abgeschworen. Doch dann trifft sie auf Rice. Er ist unnahbar und faszinierend. Was Tamsin nicht weiß, er saß seine gesamte Jugend unschuldig im Gefängnis. Jetzt muss sich Rice
plötzlich in einer ihm völlig fremden Welt behaupten. Auch er fühlt sich zu Themsin hingezogen, die ihm voller Tatendrang hilft, alles Verpasste nachzuholen. Langsam beginnt er wieder zu vertrauen, doch Rice hat Themsin noch längst nicht alles erzählt. Also jetzt beim Klappentext lesen merke ich einfach schon, wie ich da richtig neugierig drauf bin, was sich da alles so hinter verbirgt und so hinter dieser Geschichte. Also die möchte ich auf jeden Fall jetzt bald direkt lesen. Da steht auch drauf Spiegel-Bestseller. Also davon habe ich auf jeden Fall auch schon einiges gehört und ich bin sehr, sehr gespannt auch auf dieses Buch, wie mir das dann schlussendlich gefallen wird. Und dann habe ich mir von Anne Freitag das Gegenteil von Hasen gekauft in der signierten Ausgabe. Das habe ich nämlich per Zufall entdeckt und hier ist es signiert. Richtig cool. Von dem Buch habe ich jetzt auch schon einiges gehört. Also ihr merkt, ich habe sehr viele Bücher bestellt, von denen ich einiges gehört habe. Aber das kam jetzt auch schon ganz oft, wie ich das ganz oft halt gesehen habe. Und ich habe mir ehrlich gesagt bei diesem Buch noch nicht den Klappentext durchgelesen. Ich habe das wirklich jetzt einfach mitbestellt, weil ich es, wie gesagt, ganz oft auch gesehen habe und da so viel Gutes von gehört habe. Und deswegen dachte ich mir, ich bestelle es jetzt einfach mal mit. Und jetzt ist es auch eine Premiere für mich. Ich lese jetzt einfach mal den Klappentext vor. Sie sind in derselben Jahrgangsstufe und trotzdem in verschiedenen Welten. Julia, Marlene und Leonard im Zentrum der Aufmerksamkeit, der Rest irgendwo in ihrer Umlaufbahn. Dann geschieht etwas, das alles verändert. Eines Morgens macht eine Internetseite die Runde, die bis dato auf privat gestellt war. Darauf zu finden sind Julias ungefilterte Gedanken, Bomben in Wortform, die sich in kürzester Zeit viral verbreiten. Wer hinter der Aktion steckt, ist zunächst unklar, doch nach und nach kommt heraus, Gründe dafür hätten einige. Also der Klappentext hört sich auf jeden Fall schon sehr, sehr spannend an und auf jeden Fall klingt das auch mal nach einer anderen Geschichte. Und ich finde, das Cover sieht halt auch schon richtig interessant aus, weil hier ist ja ein Hase, aber ich weiß nicht, ob man das jetzt so gut in der Kamera sehen kann. Und der Schatten von dem Hase ist halt einfach ein Wolf und ich finde, das macht auch schon sehr, sehr neugierig dann auf das Buch. Und was noch in dem Paket mit drin war, war von Jennifer Bright, The Right Kind of Wrong. Und das Buch habe ich mir mitbestellt, weil das in London spielt. Ich habe euch nämlich mal irgendwann nach Buchempfehlungen gefragt über Bücher, die in London spielen. Und da wurde das Buch sehr, sehr oft erwähnt. Und deswegen dachte ich mir, ich bestelle es jetzt einfach mal mit. Und hierum geht's. Zoe lebt mit ihrer besten Freundin Kate in einer WG in London und wünscht sich nichts mehr als frei zu sein. Frei von den Erwartungen ihrer Eltern und frei von den Panikattacken, die sie immer wieder erschüttern. Als Kates neuer Freund Noah eine Unterkunft braucht, stimmt Zoe zu, ihn vorübergehend einziehen zu lassen. Obwohl ihr Aufeinandertreffen alles andere als reibungslos verläuft, entdeckt sie mit der Zeit immer mehr Gemeinsamkeiten und fühlt sich zu Noah hingezogen. Zoe weiß, dass ihre Gefühle falsch sind und sie die Freundschaft zu Kate kosten könnten. Doch als Zoe bemerkt, dass sie an Noahs Seite freier ist als jemals zuvor, geraten ihre guten Vorsätze ins Wanken. Also ich freue mich halt sehr darauf, dieses Buch zu lesen, weil ich hoffe, dass es dann auch mir so ein bisschen so ein London-Feeling gibt. Ich bin da sehr, sehr gespannt drauf, auch wie mir dann die Geschichte von den Protagonisten hier drin gefallen wird. Und ich lasse es euch dann auf jeden Fall wissen, wenn ich es gelesen habe, wie immer. Und dann habe ich mir ein Buch bestellt, was wirklich so... Ich habe jetzt schon so viele verschiedene Meinungen zu diesem Buch gehört und ich möchte mir einfach mein eigenes Bild über dieses Buch machen. Und zwar rede ich von Wie is for Virgin von Kelly Oram. Eigentlich habe ich mich super, super darauf gefreut, dass dieses Buch erscheint, weil das ja von der Autorin ist, die auch Cinder und Ella geschrieben hat. Und wie ihr wisst, Cinder und Ella war ja eins meiner Jahreshighlights letztes Jahr und ich habe Cinder und Ella total geliebt, die Geschichte. Die hat halt auch super emotional auch. Aber ich dachte mir, wow, ein neues Buch von Kelly Oram, das muss ich auf jeden Fall lesen. Und wie gesagt, also ich habe auch schon sehr viele negative Meinungen zu dem Buch gehört. Also die Meinungen sind da auch so ein bisschen gemischt, obwohl ich jetzt sehr, sehr viele negative Meinungen eher gehört habe. Aber ich möchte mir einfach gerne mein eigenes Bild über diese Geschichte hier machen. Und deswegen habe ich mir das Buch jetzt mitbestellt und möchte es dann lesen. Und ich lese euch jetzt aber mal den Klappentext vor, wenn ihr noch nicht wisst, worum es geht. Valeries Herz ist gebrochen. Ihr Freund hat sie verlassen, weil sie nicht mit ihm schlafen möchte, sondern damit bis zur Ehe warten will. Als ihre Geschichte bei YouTube viral geht, wird die 17-Jährige landesweit unter dem Namen Virgin Val bekannt. Das Chaos scheint perfekt, als dann auch noch Rockstar Kyle Hamilton vor ihr steht. Der Leadsänger der Band, Chelsea, hat es sich zum persönlichen Ziel gesetzt, sie zu verführen. Doch mit einer Sache hat Kyle nicht gerechnet. Val bereitet ihm ganz schön Herzklopfen.
Also wie gesagt, ich möchte mir halt gerne mein eigenes Bild zu diesem Buch machen, meine eigene Meinung dann zu diesem Buch bilden und ich werde dann einfach mal schauen, was ich dann so für eine Meinung über dieses Buch haben werde und werde euch das dann auf jeden Fall mitteilen. Und jetzt war es, das ist schon mit dem ersten Paket, aber es geht ja noch weiter, ich habe noch zwei. Ich glaube aber, dass in diesem Paket hier nur ein Buch drin ist. Ich weiß gar nicht, wieso die bei der Bestellung aus einer Bestellung drei Pakete gemacht haben. Ich mache das mal eben auf und dann gucken wir mal, welches Buch da drin ist. Also es ist wirklich nur eins, wie ich mir schon gedacht habe. Und zwar ist es ein Buch, worauf ich super, super gespannt bin, nämlich Daisy Jones and the Six von Taylor Jenkins Reid. Also da ist jetzt so ein Sticker. Ah, das finde ich richtig cool. Da steht nämlich Hashtag ohne Folie. Wir wollen auf Plastik verzichten. Schluss mit der Folie. Finde ich auf jeden Fall richtig, richtig gut. Also ist jetzt auch das erste Mal, dass ich sowas sehe. Finde ich richtig gut, wirklich. Also ich habe von dem Buch auch schon, bevor das ins Deutsche übersetzt wurde, super viel, also nicht super viel, aber schon so ein bisschen was gehört. Und ich dachte mir einfach mal, ich möchte das gerne lesen, weil das auch nach so einer komplett anderen Geschichte klingt, die ich jetzt so noch nie so was Ähnliches gelesen habe. Ich lese euch mal hier den kleinen Klappentext vor, das ist jetzt nicht so riesig. Jeder kennt Daisy Jones and the Six, aber niemand weiß, was der Grund für ihre Trennung auf dem Höhepunkt ihrer Karriere war. Bis jetzt. Okay, das hat jetzt leider nicht viel ausgesagt, der kleine Klappentext. Ich denke mal, hier drin steht jetzt mehr drin, aber ich möchte jetzt ehrlich gesagt nicht einfach dieses kleine Sticker-Ding hier abmachen, sondern vielleicht das lieber eben in Ruhe abmachen. Aber dann wisst ihr jetzt schon mal so ein ganz, ganz kleines bisschen, worum es in dem Buch geht. Und ja, es ist halt einfach mal, glaube ich, eine komplett andere Geschichte. Und darauf bin ich dann super neugierig, wie sie mir dann gefallen wird. Und jetzt kommen wir dann zum letzten Paket, was ich ja auch erstmal noch aufmachen muss. Ich und Pakete aufmachen ist nie so gut. Aber das ging auf jeden Fall ganz gut. Da sind ja mal diese Laschen dran und damit klappt das dann doch immer einigermaßen ganz gut. So. Und mal gucken, welche Bücher da drin sind. Ich wusste schon gar nicht mehr so ganz genau, was ich alles für Bücher bestellt habe. So. Erstmal aufkriegen hier das Paket. Auf jeden Fall sehr gut verpackt, wie ich jetzt gerade sehe. So. Und da haben wir jetzt einmal als erstes von Anne Freitag Nicht weg und nicht da. Und das habe ich mir mitbestellt, weil ich ja halt dieses neue Buch von Anne Freitag bestellt habe. Und ich hatte letztens bei irgendwem, ich weiß nicht mehr bei wem, es war eine Insta-Story, so ein Ranking von derjenigen halt gesehen, was ihre liebsten Anne Freitag-Bücher sind. Und da stand eigentlich dieses Buch hier auf Platz 1. Und ich dachte mir so, lese ich mir mal den Klappentext durch, habe mir dann den Klappentext durchgelesen, dachte ich mir so, okay, das bestelle ich mir einfach mal mit und ich finde auch dieses Cover halt richtig, richtig schön. Also es hat mich halt irgendwie so direkt in den Bann gezogen und ich lese euch mal jetzt den Klappentext vor. Nach dem Tod ihres Bruders macht Luise einen radikalen Schnitt. Sie trennt sich von ihrem mausgrauen Ich und ihren Haaren. Übrig bleiben 3 Millimeter und eine Mauer, hinter die niemand zu blicken vermag. Als Jacob und sie sich begegnen, ist er sofort fasziniert von ihr. Doch Luise hält Abstand, bis sie an ihrem 16. Geburtstag eine E-Mail von ihrem toten Bruder bekommt. Die erste von vielen. Mit diesen Nachrichten aus der Zwischenwelt und Jacob an ihrer Seite gelingt es Luise, inmitten dieser so aufwühlenden wie traurigen Zeit das Glitzern des Lebens wiederzufinden. Also es hört sich halt schon super emotional auch an, aber ich bin auch sehr, sehr gespannt auf dieses Buch. Und wie gesagt, das Cover ist einfach so ein Hingucker. Dann habe ich mir jetzt kein Buch zum Lesen bestellt, sondern ein Bullet Journal. Und zwar dieses hier. Ich fand das richtig hübsch mit diesen Blättern hier drauf und es ist halt ein bisschen schlichter. Und das habe ich mir bestellt, weil ich nämlich jetzt immer so ein bisschen, wenn ich bestimmte Zitate sehe in Büchern, die mich irgendwie berühren oder ich halt gerne mir merken möchte, dann habe ich jetzt vor, die immer hier in dieses Bullet Journal reinzuschreiben. Da freue ich mich auf jeden Fall schon richtig drüber. Ich habe auch schon so dieses Washi-Tape so ein paar gekauft und ja, das dann auch so ein bisschen hübsch zu gestalten. Da freue ich mich auf jeden Fall richtig drauf. Ihr könnt mir gerne ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr euch auch Zitate in Büchern aufschreibt oder wie ihr das so macht. Da bin ich auf jeden Fall neugierig drüber.
Dann habe ich mir noch den zweiten Teil von Twilight bestellt, nämlich bis zur Mittagsstunde. Da lese ich euch jetzt nicht den Klappentext vor. Ist ja auch der zweite Teil und ich denke mal, die meisten von euch wissen ja, worum es in Twilight geht. Und ich liebe einfach diese neuen Cover. Ich finde die einfach so wunderschön. Den ersten habe ich schon hier und ich dachte mir, ich bestelle jetzt direkt mal den zweiten, weil ich ja, habe ich ja auch schon öfters erzählt, bevor der neue Twilight-Teil rauskommt, also das neue Twilight-Buch, Anfang August, glaube ich, möchte ich es eigentlich super, super gerne nochmal die gesamte Twilight-Reihe rereaden, weil das schon super viele Jahre her ist, dass ich die gelesen habe. Und deswegen dachte ich mir, komm, ich bestelle jetzt einfach mal den zweiten mit, dann ist es vielleicht auch noch so ein kleiner Ansporn, dass ich die Reihe jetzt dann auch mal anfange zu lesen, obwohl ich da eigentlich auch richtig Lust drauf habe, die jetzt nochmal zu rereaden. Und ich bin halt super gespannt darauf, ob sie mir nochmal genauso gut gefällt, wie als ich sie vor, ich weiß es gar nicht, vor 9 Jahren oder so oder 10 Jahren gelesen habe. Ich kann es euch gar nicht mehr genau sagen, wie lange das schon her ist. Und jetzt kommen wir zum letzten Buch und das ist ein Buch auf Englisch. Und zwar ist es, glaube ich, auch ein Graphic Novel, heißt das, meine ich. Ich möchte aber euch jetzt keinen Quatsch erzählen. Das ist nämlich Heartstopper, A Boy Meets Boy, steht hier auch auf der Jacke, steht das drauf. Weiß nicht, ob das halt zum Titel gehört, deswegen dachte ich, ich sag's euch einfach mal mit. Der erste Teil von Alice Oseman und hierauf bin ich auf jeden Fall auch sehr, sehr gespannt. Wie gesagt, ist ja halt ein Graphic Novel, also hier sind halt, er ist so ein bisschen wie ein Comic halt. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt beschreiben soll, Graphic Novel, weil ich das selber nicht so genau weiß, was das jetzt für ein Unterschied ist zu Graphic Novel und Comic. Also, keine Ahnung. Auf jeden Fall sind halt kleine Bildchen drin mit Sprechblasen und so. Ja, ich bin halt auf jeden Fall gespannt drauf. Es ist ja halt auch auf Englisch. Und ich lese ja jetzt nicht so super viel auf Englisch. Zwischendurch habe ich ja, wie gesagt, immer mal wieder meine Phasen, wo ich mein Englisch aufbessern möchte und mir dann englische Bücher kaufe, wo ich dann manchmal nur so eins von lese. Aber hier glaube ich, dass mir das schon helfen wird, weil da ja halt auch Bilder bei sind, um dann halt auch nochmal diesen Text zu verstehen, der da steht, wenn ich halt ein oder zwei Wörter davon nicht weiß. Genau. Und das war's jetzt auch schon mit den ganzen Büchern, die ich bestellt habe. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Also hier ist es halt heute mega warm. Ich bin auch irgendwie ein bisschen aus der Puste, weil mir einfach ultra, ultra heiß ist, weil es halt so warm draußen ist. Aber ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Es war nicht zu durcheinander. So, und das war's halt. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann.